Moin, moin und herzlich willkommen zum wahrscheinlich letzten Part von Castle Crashers. Ja, wir haben beim letzten Mal drei Bosse platt gemacht, eine neue geile Waffe erhalten und unsere Tränke etwas reduziert. Naja, was soll's. Will ich? Nee, kann ich nicht. Ah, das geht aber. Okay. Das ist cool. Nutzlos, aber cool. Gut. Ja, wir widmen uns heute dem Endboss. Ja, ich laufe automatisch auf diese Plattform, die uns nach oben fährt. Sehr schön, da sind wir. Und da oben sieht man ihn schon. Über dem roten Kristall. Der Magier. Und er beschwört erstmal vier Kristalle. Jetzt angreifen. Und diese Kristalle müssen wir erstmal platt machen. Also erste, das ist natürlich, wie hätte es anders sein sollen, ein Mehrphasen-Bosskampf. Oh, das ging jetzt schon schnell. Ah, sehr schnell, einer ist kaputt. Gut. Erste Phase besteht aus vier Kristallen, die wir kaputt machen müssen. Ah, die sind ja schnell wieder weg. Also erste Phase finde ich persönlich doch relativ einfach. Man muss nur gucken, dass man ausweicht. Ja, guck, schon wieder kaputt. Bleiben zwei über. Geht relativ gut von der Hand bisher. Macht noch eine ganz schöne Menge an Schaden, muss man dazu sagen. Oh, guck, nur einer über. Und ich sag da unten gerade, wir haben ja sowieso eine Lebensanzeige, die man wahrscheinlich vierteln musste. Ups. Relativ einfach, wenn ich da noch zweimal drauf haue, ist der kaputt. Ja, kaputt. So, nächste Phase. Dieser Bossgegner. Er hat zwei Formen, könnte man. Ups, das war jetzt auch blöd. Zwei Formen. Einmal eine blaue Kuppel und einmal eine rote. Ja, es ist blöd, dass ich das weiß, weil das ist eigentlich ein ziemlich fieser Trick. Die blaue Kuppel bewirkt, dass wir ihn nur mit Magie angreifen können. Hm, das war knapp. Die rote bewirkt, dass wir ihn nur mit physischen Angriffen angreifen können. Alles andere macht keinen Schaden, sondern ich glaube sogar nur uns selbst Schaden. Also ich glaube, der wirft die Angriffe tatsächlich zurück. Ich persönlich mag die blaue lieber, weil ich ihn besser treffen kann mit Magie. Und die rote, da muss sie halt einmal nah ran. Und B, er benutzt auch selbst verschiedene Angriffe. Da benutzt er diesen ja, Multi-Hit-Zauber. Da kann ich mich leicht daneben stellen, dann passt das schon. Und das ging erstaunlich schnell. In der roten Phase halt hat er irgendwie so einen anderen Zauber, der halt unserem dem hier ein bisschen gleicht. Und ja, da ist es deutlich schwieriger, an ihn ranzukommen, finde ich. Dritte Phase. Er verwandelt sich in eine seltsame Kugel, die durch die Luft fliegt und wir machen richtig viel. Wow. Der wirkt gerade ein bisschen einfach. Wahrscheinlich bin ich einfach nur echt stark gerade, aber wow, der wirkt gerade einfacher, als ich in Erinnerung hatte. Und zack, da ist die Truhe auch schon. Sehr schön. Ich hab das selber nicht gedacht. So, ja. Das ist die schwierigste Phase, finde ich. Genau deshalb. Ich muss springen, um ihn anzugreifen. Hab aber dann kaum die Möglichkeit, noch irgendwie auszuweichen. Naja. Beziehungsweise ich habe gar keine Möglichkeit, auszuweichen danach. Er beschwört auch noch Gegner, die müssen eigentlich mal relativ gepflegt am Arsch vorbeigehen. Viel wichtiger ist, dass ich den Typen down kriege. Ich mache glücklicherweise recht viel Schaden. Wie gesagt, bin ich jetzt eigentlich nicht gewohnt. Seine Angriffe sind schon echt nicht ohne und vor allen Dingen, naja, schwer ausweichbar. Ja. Ich glaube, das kriege ich aber hin. Ja. Ja, knapp. Wir haben noch, noch beide Tränke? Ja, genau. Dank des Level-Ups habe ich noch beide Tränke. Das ist jetzt eine ganz beschissene Situation. Sollte man bei dem einmal in der Ecke stehen, hat man ein ziemliches Problem. Weil er nicht mehr rauslässt. So. Läuft ganz gut. Also ich habe noch beide Tränke, das sollte ich schaffen. Aber ich hätte tatsächlich damit gerechnet, einmal zu sterben. Was mache ich denn gerade? Nein. Ja, genau das ist es. Sollte man mal in der Ecke stehen, hat man durchaus ein Problem. Komm, nein. Ah, so, jetzt benutze ich auch einen Trank, bevor ich es wieder vergesse. Und nochmal diese Phase. Ich weiß nicht genau, der Unterschied. Ich glaube, es gibt gar keinen Unterschied zwischen dieser und der dritten Phase, weiß ich, glaube ich, ne?
Also, ja, weiß nicht warum. Copy and paste. So. Das war jetzt die 5. Phase, glaube ich. Und jetzt kommt die 6. Phase. Er persönlich mit einem epischen Schwert. Nimmt sogar Magieschaden. Ups, ja. Und er lässt Meteore oder sowas ähnliches auf uns niederhageln, die uns sogar kurzzeitig verbrennen können, was ähnlich unser Gift dauerhaften Schaden anrichtet. Problem, auch hier, ähnlich wie beim, bei dem Bräutigam und bei dem, Eistypen, er ist schnell. Ich habe echt Probleme, ihn zu treffen. In der Luft wäre es das Einfachste, allerdings, ja, da hageln Dinge auf mich herab, das ist gar nicht mal so einfach da. Oh, wobei, wenn ich immer in Bewegung bleibe, geht's vielleicht. Wie gesagt, auch den Boss bin ich eigentlich mit Lex gewohnt, das war alles andere als schön. Kann natürlich noch einen anderen Angriff hier mit seinem Schwert irgendwie. Da ist auch gut zu treffen, allerdings würde mir das zu lange dauern, wenn ich mich darauf beschränke. Ich muss übrigens sagen, dieser Bosskampf zu zweit übers Internet war eine relative Katastrophe, weil ich behaupte, es liegt unter anderem an diesen ganzen lilanen Partikeln, die da durchs Bild fliegen und den Darstellungen vom Wind auf dem Boden. Das hat geleckt wie Hölle, es war echt nicht schön. Aber trotzdem, wie gesagt, zu zweit macht es einfach mal tierischen Spaß, das Spiel. Nun, wahrscheinlich wäre es im lokalen Modus besser. Ups, da kam er wieder an. Ah, ich gehe mal lieber in Deckung. Zweimal drauf und abhauen. Boss ist... Das hier als letzte, ich meine zumindest, dass es die letzte Phase war, ist gar nicht mal so einfach. Aber eine schöne Sache. Ich glaube, übrigens, das sage ich jetzt schon mal, bevor ich es nachher vergesse, ich glaube, man kann auch seine Waffe erhalten. Die lässt er, glaube ich, nach dem Kampf fallen. Letztes Mal habe ich es vergeigt, sie aufzusammeln. Vielleicht geht es auch gar nicht, aber ich meine, man kann die auch kriegen. Ich werde wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich versuchen, alle Waffen zu kriegen. Da würde ich dann im Endeffekt googeln, welche es wo gibt und mir die alle holen. Einfach, weil ich mal die Waffensammlung vervollständigen will. Auch wenn es mir eigentlich gar nichts bringt. Na, komm. Gleich bist du down. Na, schade, das hätte sein können. Nein, daneben. Ja, komm. Ja, ja, nein, komm. Ja, ich hab sie. Neue Waffe. Sehr schön, sehr schön. Ich kann jetzt nicht sagen, was die macht. Oh. Ach ja, und die letzte Prinzessin, die gab es ja auch noch. Habe ich schon völlig vergessen. Ja, geil. Die Waffe habe ich. Gucke ich mir gleich beim Schmied mal an, was die macht. Und ich muss sagen, das ging jetzt erstaunlich schnell. Ich habe für den Bosskampf deutlich mehr Zeit eingerechnet. Weil wir zu zweit immer lange gebraucht haben. Das liegt wahrscheinlich an den Lags, aber gut. Und, oh, okay. Ich glaube, er war jetzt auch deutlich schneller down, als es sonst der Fall war. Ja. Auf jeden Fall. Die Credits, das war's leider schon. Ja, das Spiel, ich hab's ja gesagt, es ist halt nicht sehr lang. Dennoch, wenn wir schon bei den Credits sind, kann ich ja mal ein Fazit abgeben. Castle Crashers. Ein vielleicht etwas kurzes Spiel, aber gut. Trotzdem sehr geil, macht einfach tierischen Spaß. Ja, jetzt am Ende war ich dann vielleicht ein bisschen overpowered, aber hey. Naja. Passiert halt, ne? Scheiß gleich, passiert halt. Mir hat es jedenfalls ziemlich Spaß gemacht. Das ist Gegnerdesign geil, dass man einfach so alles mögliche auf den Haufen, was man da bekämpfen darf. Das Spiel ist von vorn bis hinten irgendwie auch ziemlich random. Da Ninja-Piraten, was zur Hölle? Gut, Story relativ einfach. Kristall und Prinzessin werden geklaut. Du als Ritter musst du einfach mal zurückholen. Ja, okay. Relativ Standard, sag ich jetzt mal. Jedenfalls doch ziemlich lustig, finde ich. Ach, cool. Grab für diese komischen Katzenfische, die wir gekillt haben. Genau, dieses riesige schwarze Viech, was alles zum Scheißen brachte. Auch, ja. Vielleicht alleine halt nicht so einfach, weil dann echt die Gegner teilweise überhand nehmen. Die Bossgegner vielleicht auch teilweise echt ein bisschen sehr nervig sind, der Eistyp.
hat mich richtig genervt, wenn man einfach durch die Gegend rutscht und den kaum getroffen hat. Das vielleicht als Kritikpunkt kann ziemlich nervig sein. Aber trotzdem, wenn man es alleine spielt, ja, ist durchaus etwas challenging. Aber trotzdem ein schönes Spiel. Und ja, zu zweit macht es einfach auch mal riesen Spaß. Und zu viert kann ich mir vorstellen, wenn es denn nicht laggt, oder zumindest nicht zu viel laggt, kann ich mir vorstellen, dass es das richtig lustig ist. Ja, dauert halt auch nicht so lange. Wenn wir jetzt mal sagen, ein paar 20 Minuten, 14 Parts waren es, glaube ich. 15 sind 200, 250. Nee, doppelte. 500. 500 Minuten. Ja. 500 Minuten, das sind unter 10 Stunden. Etwas weniger als 10 Stunden hat das Spiel durchaus. 9, irgendwas müsste das sein, ne? Finde ich schön, wirklich. Wenn man jetzt irgendwie mal sich drei Kumpels einlädt und dann an einem Abend einfach mal das Spiel zockt, super Sache. Macht garantiert Riesenspaß. Und plötzlich sind einige der Feinde unsere Verbündete, wie mir scheint. Und jetzt natürlich noch die letzte Prinzessin. Sie wird natürlich auch uns gehören. Im Zweispieler-Modus muss man um jede Prinzessin kämpfen. Bedeutet, eigentlich würden wir auch jetzt hier gegeneinander kämpfen, wer denn die Prinzessin kriegt. Und König, wo willst du hin? Naja. Du bist gut. Ganz schöne Feuerrate. Ich mach mit. Ja, komm. Holen wir uns die letzte Prinzessin, denn sie... es ist vielleicht niemandem direkt aufgefallen, aber wir haben sie tatsächlich noch nie, also wir haben noch nie ihr Gesicht gesehen. Sie war immer, weiß nicht, sie war mit dem Boden da unten weggeschleift worden, war mit dem Gesicht gefesselt worden oder sonst irgendwie. Und guck mal hier, der Bräutigam, Spieltafel. Naja, und jetzt werden wir zum ersten Mal ihr Gesicht sehen. Es ist... Ja. Was soll ich dazu sagen? Ja. Ein unglaublich random, aber lustiger Abgang. Beim ersten Mal ist jetzt gesehen, weil wir auch weggeschmissen. Und wir dürfen zwei Werte verteilen. Ich glaube. Maki. Nehmen wir Maki. So. Die letzte Prinzessin einfach war mega geil. Ich finde das cool. In der Arena, habe ich übrigens gehört, kann man noch Charaktere freischalten. Das werde ich jetzt fürs Let's Play definitiv nicht mehr machen. Vielleicht mache ich das selbst mal. Da möchte ich mal kurz rein. Ja, das epische Schwert möchte ich nämlich zum Beispiel wissen, was es kann. Kann aber die Waffen so ein bisschen durchgehen. Die Waffe hier, ja, minus Magie, schön. Auch nicht halt. Das ist zum Beispiel eher so eine Magierwaffe, wenn man sehr auf Magie gehen will. Das ist so eine klassische Stärkewaffe, wenn man auf Stärke gehen will. Die ist sogar noch... So, die haben wir ja dann lange Zeit benutzt. Das Schwert des einen Bosses. Ja, schon eine Waffe. Und wo ist denn das Schwert? Das Ding, was ist das? Ja, und hier. Das Schwert des letzten Endbosses. Level 20 muss man sein. Okay. Erhöht aber alle Werte außer Verteidigung um 2. Finde ich nicht schlecht. Ist also ein sehr angriffsorientiertes Schwert. Gefällt mir. Das könnte ich jetzt auch nehmen. Ja, ich kann jetzt halt alle Waffen benutzen eigentlich, ne? Weil ich bin Level 35. Damit kann ich auch diese Waffen hier benutzen. Wo ich gerade sehe, wow, die sind stark. Oh, der gute alte Brokkoli. Naja, ich nehme erstmal das Brustschwert. Hat ihr eine Bonusfähigkeit, welche auch immer das ist? Naja. Tja. Ich würde mal sagen, das war's eigentlich, ne? Wobei nicht ganz. Ich möchte noch eine Sache zeigen. Das Schwert ist irgendwie cool. Sieht ein bisschen komisch aus, finde ich, aber naja. Sieht nicht so komisch aus, wie mit einem Brokkoli zu kämpfen. So, sobald man das Spiel einmal durchspielt, kriegt man hier den verrückten Modus und den verrückten Laden.
Verrückter Laden trifft sehr gut, denn... Oh ja, cool, ein paar neue Waffen und auch zwei neue Tiere und... ja... Ich wünschte, ich könnte mich bewegen. Toll. Hier hinten ist nichts, aber gut. Tatsache ist, zwei neue Tiere. Oh, was gönnen die denn so? Erstmal sind sie scheiß teuer. Schießt zeitweise Feuer und der schießt zeitweise Eis. Okay. Aber beide für 5500, wir haben keine 2000 momentan. Es gibt eine Kettensäge für 3600. Es gibt, was ist das, eine Lanze wahrscheinlich. Für 3600. Die wird mir aber gefallen, die ist echt mächtig. Hm, ich sollte sparen. Und ja, hier nochmal irgendeine Keule, auch für 2500. Extrem, sehr extrem. Würde ich gerne haben, habe ich auch kein Gold für. Naja. Und den verrückten Modus, den werde ich jetzt nicht machen, weil dann werde ich automatisch wieder ins erste Level geschmissen und soll das machen. Der verrückte Modus ist im Grunde, dass man das Spiel nochmal von vorne spielt. Ist wie eine Hard Mode, wenn man so will. Da man, ja, im Grunde die ersten Gegner, die wir jetzt treffen, ich kann ja dann zum Beispiel nochmal... Ich kann ja mal das erste Level nochmal machen, um zu zeigen, wie stark wir jetzt eigentlich sind, ne? Denn die ersten Gegner halten jetzt hier vermutlich, ja, keine zwei Schläge aus von uns. Gerade mit unserer übermächtigen Macht jetzt. Übermächtige Macht, ja, das ist ultra logisch. Und kaputt? Ja, dachte ich mir. Die gehen jetzt sehr schnell drauf, wie man vielleicht sehen kann. Allerdings werden jetzt dann so... Diese Gegner hier werden jetzt auf dem Niveau von denen, die wir beim Bosskampf noch hatten. Die, ja, die so, nur so gekleidet waren wie der Boss, ne? So viel halten die jetzt hier ungefähr aus. Nicht, mit der Magie nicht ganz so viel, klar. Also, die Magie ist nicht auf 1 reduziert an Schaden, aber sie halten halt sehr, sehr viel aus. Und damit dann, ja. So schnell kann man das erste Level übrigens schaffen, wenn man dann mal Level, was bin ich, 36 ist. Ja. Finde ich aber eigentlich gut, dass es sowas wie den schweren, extremen Modus, verrückter Modus, wie auch immer es jetzt hieß, finde ich gut, dass es sowas gibt. Einfach aufgrund der Tatsache, dass man halt irgendwann dann so stark ist. Ich glaube, man kann sogar noch neue Waffen ankriegen im verrückten Modus. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich habe irgendwie mitten im Satz den Faden verloren. Genau. Finde ich gut, dass es sowas gibt, weil wenn man jetzt halt hier so stark ist, ich behaupte, ich könnte den in einer Minute umknüppeln. Will ich jetzt nicht ausprobieren, aber behaupte ich, könnte ich. Noch kurz sehen. Ich möchte mal eine Sache gucken. So, lokales Spiel. Könnten wir jetzt mal gucken, welche Charaktere haben wir denn freigeschaltet? Ja. Genau. Der kriegt jetzt den Totenschädel daneben. Ist, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass wir das Spiel halt durch haben. Dann haben wir noch, ja, den roten Ritter. Der übrigens, wie ich wohl gemerkt habe, weil mein Kollege heute den roten halt gespielt, ich den grünen, hat scheinbar ziemlich geile Magie, weil das halt so ein dauerhafter Angriff ist, wenn man die ein bisschen aufpusht. Aber ich fand den roten, als ich da mal Probe gespielt hatte, gar nicht mal so gut. Den Eisritter habe ich mal ausprobiert. Der ist eigentlich auch ganz lustig. Den habe ich noch nicht ausprobiert, den Feuerritter, aber naja. Der Eisritter ist übrigens ziemlich geil, weil er die Gegner einfrieren kann, was ziemlich nützlich sein kann. Ja. Den Grauen weiß ich zum Beispiel auch nicht, was er macht. Das Alien, das haben wir auch irgendwann freigeschaltet, keine Ahnung. Den schaltet man, glaube ich, frei, wenn man den Boss besiegt, weiß ich auch nicht, was der kann. Ja, den habe ich mal ein bisschen ausprobiert, der ist mega lustig. Das war es auch schon, nur die. Weil bei dem möchte ich die kurze Sache zeigen. Seine Magie. Die sollte man mal gesehen haben. Dafür nehme ich jetzt einfach mal den Schmied hier. So. Ich brauche ein bisschen Platz. Das Seepferdchen mit ihm. Ich weiß gar nicht, wie weit ich mit ihm bin. Level 8. Toll. So. Die normale Magie. Erstmal, wenn man den Magie-Knopf drückt, kommen Herzchen. Und dann die normale Magie, was bei uns diese Giftwolke sonst war. Er kann Regenbogen beschwören. Einfach, wie kommt man auf so eine, ja, irgendwo doch grandiose, aber halt vollkommen bescheuerte Idee. Yay, Regenbogen, yay. Ich find's geil.
Und den Schussangriff habe ich mit ihm, glaube ich, auch schon freigeschaltet, sonst noch nichts. Wenn man also dann den, was ist das, der B-Knopf, den B-Knopf drückt. Ja. Da wirft man diese komischen Viecher, die halt explodieren und Schaden anrichten. Und das sind einmal halt die Pinguine und diese rosa Dinger, wo ich nicht sagen kann, was es ist. Die unter anderem gerade in der letzten Szene mit der letzten Prinzessin zu sehen waren. Ich habe keine Ahnung, was es ist, finde aber die Idee ultra geil an sich. Regenbogen! Die Welt braucht Regenbogen! Ich sollte unbedingt diesen Ritter mal ein bisschen leveln und gucken, wie es so aussieht, wenn der maximales Magie-Level erreicht. Das wäre bestimmt interessant. Und er trägt einen Brokkoli. Ich habe ihm den Brokkoli gegeben. Naja. Einfach geile Idee, finde ich. Muss ich sagen, geile Idee. Der Schmied, weiß ich halt gar nicht, der lilane Ritter soll ja wohl der Schmied sein. Keine Ahnung, was der jetzt für Magie hat. Jedenfalls ein grandioses Spiel, um es kurz zusammenzufassen. Echt ein grandioses Spiel, wie ich finde. Und ich denke mal, ja, das war's auf jeden Fall mit Castle Crashers. Was als nächstes kommen soll, weiß ich schon. Ob es dann auch so funktioniert, weiß ich noch nicht. Allerdings kann es sein, dass ich jetzt erstmal eine kurze Pause einlege, da ich momentan ein bisschen Stress im Ohren habe. Also möglicherweise die nächsten Tage dann erstmal nur feiern. Oh, wir werden sehen, wie ich das gebacken kriege. Deshalb sage ich hier, bis zum nächsten Mal bei einem neuen Projekt. Schönen guten Tschüss. Ich mag die Musik hier im Menüscreen. Auch wenn es jetzt gerade aufhört. Tschüss.